Gott. Grüß Gott, Martin. Willkommen in Vorarlberg. Wie gefällt's dir da in Hohenems? Sehr gut. Sonnenschein, ideales Wetter. Super. Und natürlich YouTube-Fans sind da. Wie schaffst du es, trotz deiner Lage immer so ein gutes Gefühl zu verbreiten? Ich weiß nicht, das tue ich einfach. Ich bin so. Ich kann das gar nicht beurteilen, wieso, aber es gibt für mich keinen Grund, nicht gut drauf zu sein. Ja. Schön. Ja, meine Frage ist, wie schaut deine Zukunft aus? Was sind deine Ziele noch in der Zukunft? Ja, ich probiere weiterhin mit YouTube mehr Videos, mehr Abonnenten zu beglücken und beruflich halt mit meiner Social Media Arbeit und weitere Videoproduktionen mein Auslangen zu finden. Das ist so das Ziel der nächsten Zeit. Und natürlich auf YouTube weitere Formate zu entwickeln. Okay, wo kann man die denn antreffen, wenn man die wieder mal sehen will? Oder vielleicht, wenn die anderen Abonnenten noch treffen, in Wien oder so? Weil wir sind ja auch öfters in Wien. Kann man die denn da treffen? Ja, ich bin erstaunt, dass ich echt da mittlerweile fast in ganz Österreich Abonnenten treffe. So gehört sich das. Yes. Und ich freue mich auch total. Mir wurde gerade von euch Jungs mitgeteilt, dass ich 1004 Abonnenten habe. Also wenn man das nicht als Special nimmt, was kommt dann für ein Special? Das ist eine gute Frage. Ich bin so unkreativ. Nein. Wirklich, nein, ich werde ihn, vielleicht sollte ich ihn Stephansdom testen oder so, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht. Aber ihr könnt gerne Ideen bringen. Schreibt in die Kommentare rein, was ich machen soll für sagen wir, 1500. Abonnenten. Das ist was, da kann man hinarbeiten. Was für ein Special soll ich machen für einen 1500. Abonnenten? An alle. Okay, auf jeden Fall. Dann Dankeschön. Das kurze Interview. Passt, oder? Ich sag danke fürs Fragen und dass ihr da seid, Jungs. Danke auch. Es hat Spaß gemacht mit dir auf jeden Fall. Marwache TV. Ich muss die Gelegenheit beim Shop verpacken. Und wenn ich schon echte YouTube-Fans da habe. Ich habe Fans, Leute. Die gibt's wirklich. Das sind nicht nur Nummern, die da in meinem Interface bei YouTube stehen. Nein, das sind Menschen. Echte Menschen. Und ich muss fragen, wie geht's euch? Mir geht's wunderbar auf jeden Fall. Geht's euch allen gut? Super, ja, super alles ja. Passt. Warum schaut ihr meine Sendungen? Also, für meinen Teil, also er hat mir das erste Video von dir gezeigt, mit der Travel Pussy. Da haben wir gleich gedacht, das ist ein guter Kanal, gute Videos, schau ich mir an, oder? Warum nicht? Fix, ich meine, ich habe so viel Zeit, da kann man sich super so etwas anschauen, oder? Machst ja gute Videos. Danke, danke, danke. Bei euch ist da die Travel Pussy gewesen? Ja, einfach nur das gute Gefühl und der Montagswitz, der macht die Woche gleich besser am Anfang. Sehr geil. Was erwartet ihr weiter vom Marbacher TV? Habt ihr Ideen? Also, was sagen wir? Also ich würde sagen, dass du allen Abonnenten mal die Chance gibst, um die treffen, sofern sie Lust haben. Und wenn du in Wien bist, du bist ja eigentlich immer in Wien, aber wenn wir mal dort sind, vielleicht kann man sich ja wieder mal treffen oder so. Klassiker. Ja, genau, dass man so kleine Gesprächsrunden mit dir machen kann, um ein kleines besseres Verständnis auch für so eine Situation zum gewinnen können. Und ja, einfach zum ein nettes zwischenmenschliches Gespräch führen. Ja, der Montagswitz ist einmal ganz witzig. Ja, der, dass man dann weitermacht und einfach so bleiben wie du bist. Ja. Weil es ist echt witzig und Videos für dich zum Anschauen. Ich würde es cool finden, wenn man so Fanabende einführen würde oder so, dass man sich einfach mal treffen könnte, dass man irgendwo etwas ausmacht. Dass du das dann öffentlich irgendwo preisgibst, wo man sich treffen kann oder wo man dann zusammen feiern kann und zusammen über vielleicht neue Konzepte oder so sprechen kann oder so. Ah, geile Sache. Mir war noch nie bewusst, dass es so viele Leute gibt, die sich mit mir treffen wollen. Ich bin ja eigentlich, neu nicht, aber dieses Interagieren mit so vielen Menschen ist für mich natürlich auch neu und dass es wirklich Leute gibt, die das dann auch wollen, ist mir nicht ganz bewusst. Aber ich habe es gehört, es ging runter wie Honig.
ich werde es aufnehmen und Fantreffen in Wien, gebe ich zu, habe ich schon von ein paar anderen auch gehört, aber es ist geil und ich sehe, es ist echt an der Zeit. Also ich werde heuer auf jeden Fall mal eins machen. Und ich werde es dann eh über Facebook, Instagram, YouTube und Co. kommunizieren und ich hoffe, dass man sie dann wieder sieht. Cool. Ja genau, wenn es in Wien sagt, meldet euch, dann kann man so sich treffen. Super. Hey Jungs, ich danke euch. Ihr habt mir, wie sagt man, you made my day. Aber in dem Fall sogar my week. Sehr, sehr geil. Ja. Ein Treffen mit YouTube-Fans. Bitte. Na dann. Das war's. Oh, wie heißt sie eigentlich? Willst du mir die Vornamen preisgeben? Lauritz Birkel, follow me Instagram. Na, Spaß, hab kein Instagram. Na, habt ihr einen Kanal? Nein. Wollt ihr irgendwas promoten von euch? Okay. Also, Lauritz. Lauritz. Alexander. Marc. Und Tobias. Mauritz, Lauritz, Alexander, Marc und Tobias. Ja! Das war's. 1004 Abonnenten. Woo! Ja! Danke sehr. Und fürs Wochenende.